Die australische Regierung plant die Einführung eines Mindestalters für die Nutzung von sozialen Medien. Ob Facebook, Instagram, TikTok und Co. künftig erst ab 14 oder 16 Jahren erlaubt werden sollen, ist noch nicht entschieden. Wir reagieren auf Eltern und die Gesellschaft. Ich möchte, dass die Kinder von ihren Geräten wegkommen und auf den Fußballplatz, ins Schwimmbad oder auf den Tennisplatz gehen. Wir wollen, dass sie echte Erfahrungen mit echten Menschen machen, denn wir wissen, dass die sozialen Medien sozialen Schaden anrichten. Nicht jeder in Australien ist von der Wirksamkeit des Vorhabens überzeugt. Ich finde, die Regierung übertreibt unnötig. Wenn die Leute nicht wollen, dass ihre Kinder soziale Medien nutzen, sollte man es ihnen nicht erlauben, ihnen keine Handys geben und sie bitten, sie nicht zu benutzen. Ich bin nicht der Meinung, dass sich die Regierung in so etwas einmischen sollte. Das ist eine gute Nachricht. Als ich zum ersten Mal davon hörte, hatte ich gehofft, dass es nur Erwachsenen erlaubt sein soll, weil ich finde, dass es einen ziemlich ungesunden Einfluss auf alle hat. Aber besonders, wenn man noch Schüler ist, finde ich, dass es schädlich ist, wenn man zu sehr von sozialen Medien abhängig ist. Ein entsprechendes Gesetz soll noch dieses Jahr ins Parlament eingebracht werden. Zudem soll in den kommenden Monaten ein System zur Verifizierung des Nutzeralters getestet werden.